Und hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Da fliegt ja schon wieder los, der Händler. Ich habe noch kurz geguckt. Der hat leider auch nicht das gehabt, was ich brauche. Ich brauche nämlich noch das Kristallsulfid immer noch. Ja. Man kann es finden. Glaube ich, auf einem Wasserplaneten. Da müsste ich mal schauen, weil wir haben ja einen Wasserplaneten, wo wir drauf wohnen eigentlich. Da müssen wir gucken. Aber erstmal bin ich gerade in einem anderen System noch. Und will mal schauen, wo wir hingehen können jetzt hier. Warte mal. Das war ein Postplanet, ne? Ja, gehen wir da mal gerade hin. Und zwar kann man im Wasser, kann man, glaube ich, Kristallsulfid irgendwie finden. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Und, ich bin immer noch auf der Suche nach Gravitinobällen, aber die werden hier nicht angegeben. Ich weiß nicht genau, ob das da dran steht oder ob man die so finden konnte. Ich meine, man konnte die so auch finden. Bin mir jetzt nicht sicher. Es wäre toll, wenn ich irgendwo eine Höhle finden könnte, wo ich noch ein bisschen was rausholen könnte. Da müsst ihr nochmal schauen. Weil Kürbisknolle stand auf dem anderen Planeten ja auch nicht drauf. Da stand ja der Pilz dran. Das heißt, eigentlich müsste das auf einem der Planeten sein, die diese Sachen hier haben. Das heißt, es müssten mehrere Sachen drauf sein. Also müsste ich mal gucken, wo was sein kann. So, das sieht auch ziemlich abgefahren aus mit den Kristallen hier, oder was das ist, ne? Irgendwo eine Höhle oder irgendwas? Das ist eine ziemlich bergige Landschaft. Die Kristalle sehen ziemlich abgefahren aus hier. Wir schweben mal weiter, beziehungsweise fliegen mal weiter hier. Da schwebt auch noch was. Das finde ich auch ganz cool gemacht. Aber hier ist doch gerade nichts zu sehen, ne? Keine Höhle, kein gar nichts irgendwie. Ist das eine Höhle hier? Sieht nicht so aus. Sieht aus, als wenn hier Sachen rumschweben. Also haben wir hier vielleicht eine etwas bessere, wie soll man das sagen? Oder etwas geringere Gravitation. Das ist ganz schön bergig, die Gegend hier. Ich sehe auch gerade keine Gebäude und nichts hier, ne? Jetzt bin ich gerade ein bisschen ruhiger, weil ich gerade versuche, mich hier ein bisschen umzuschauen. Hier ist Wasser. Ich finde hier keine Höhlen, ne? Irgendwie. Das wäre auch ein cooler Platz, muss ich zugeben, hier eine Base drauf zu bauen auf dem schwebenden Berg oder was ist es hier? Ich lande mal gerade hier in der Mitte. Und guck mal, was es hier gerade so gibt. Was ist das denn? Okay. Die sieht ziemlich abgefahren aus. Okay. Jetzt kennen wir gerade ein paar Sachen hier. Was zum Geier? Da rannte gerade was durch die Gegend. Da. War das aber nur Bälle oder irgendwas? Bin mir nicht sicher, da ist auch noch irgendwas. Das war aber nicht das, was da rumläuft. Hier, das sieht aus wie Fische oder so. Sehr merkwürdig. Fleischwurz, Dioxid. Da ist noch irgendwas. Okay. Da ist auch noch irgendwas. Für krasse Lebensformen. Magnetisiertes Ferrit. Okay. Ich sehe hier aber nichts anderes, ne?
Abwurfkapsel. Moment, Abwurfkapsel? Ist das zufällig eine Kapsel, wo ich mich erweitern kann? Wo ist die Abwurfkapsel? War das die Abwurfkapsel? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das ist keine Abwurfkapsel. Das ist nicht das, was ich da suche. Okay. Krass, sie guckt immer gut an, wie groß das Viech ist hier. Okay, das sieht ziemlich abgedreht aus. Aber hier sind keine Gravitino-Bälle. Hier gibt es diese anderen Sachen, aber nicht das, was ich suche. Ich guck gerade nochmal. Das leuchtet hier überall. Da ist eine gepanzerte Muschel. Vergrabene Mineralienformation. Die hätte ich auch schon mal gefunden. Die können wir uns mal angucken. Was ist das hier? Okay, das waren die Dinger hier. Ich sehe hier aber sonst irgendwie nichts, ne? Unterirdisches Relikt. Unterirdisches Relikt ist es, glaube ich, auch nicht, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gefrorene Knollen. Und wir gucken uns das Ding mal an hier gerade. Wow, da ist es schon. Leuchtendes Mineral, das habe ich nämlich auch schon gesehen hier. Ich habe hier keine Ahnung, was das ist. Leuchtendes Mineral hier, das sieht sehr merkwürdig aus. Gegenstand katalogisiert. Wir haben was Neues gefunden. Leuchtendes Mineral, wertvolle Gesteinsprobe. Okay. Auch nicht schlecht. Kann man verkaufen. Kann man da vielleicht auch für was zum Bauen gebrauchen, oder? Warte mal, was stand da dran? Handelsterminal. Nee, kann man nur verkaufen. Okay, leider nur zum Verkaufen. Schade. Ich dachte, da wäre noch was anderes mit bei. Gefrorene Knollen. Das sind leider keine Gravitino-Bälle. Dioxid. Magnetisiertes Ferrit. Ich weiß auch nicht, welches Symbol jetzt Gravitino-Bälle haben. Ich weiß, dass es die gab. Aber ich weiß es leider gerade nicht, was es war. Mal gerade wieder mein Ding ins Aufheizen hier. Alles verbraten hier. So, dann fliegen wir ein Stückchen weiter und gucken mal woanders. Aber ich habe so das Gefühl, hier bin ich fehl am Platz. Ich fliege mal hier drüben nochmal über den Berg. Und dann schauen wir nochmal weiter. Das ist echt eine bergige Landschaft hier, ne? Ja. Na gut, dann landen wir da drüben mal. Hier gibt es überall Seen halt im Eis. Da wird das Leben wahrscheinlich auch am ehesten sein hier. Gehen wir stark davon aus. Tja, Gravitino-Bälle. Wo habe ich die denn gesehen? Wenn ich mich jetzt daran erinnern könnte, ne, dann wäre das mal einiges einfacher. Unterirdisches Relikt, man muss es mal angucken. Was sonst nichts zu tun. Vergrabene Mineralienformation, ja, das wissen wir schon. Heploid-Weizen, vergrabener Vorrat, Frostwurz, Kupferansammlung, Abwurfkapsel, nee, das ist nicht das, was ich suche. Ich weiß jetzt nicht, ob der das anzeigt. Gravitino-Bälle. Ich meine, ihr müsst es anzeigen, aber dann müsste ich echt noch weiter schauen. Wo muss ich jetzt hin? Hier. Das ist ziemlich weit unten hier. Wieder rumgehen, aber ich muss da hingehen wahrscheinlich, oder? Ne, da ist es schon.
Was haben wir hier? Pflanzenwelt. Ne, das Relikt ist da. Das Relikt ist da. Das sind normale Relikte. Das ist aber nicht das, was ich suche. Ich lasse die mal liegen jetzt hier. Das ist... Wow, das sieht echt cool aus. So im Lila. Also ein Nachthimmel wäre auch ziemlich nice, muss ich zugeben. Ziemlich schick. Krass. Nee, aber hier finden wir nichts, glaube ich. Wo habe ich denn geparkt? Da oben. Tja, dann weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich erst wieder nach Gravitinobällen suchen. Verdämmig. Ich habe zwischendurch welche gesehen, habe die aber nicht eingesammelt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo das ist. Oder vielleicht bei uns auf dem Planeten? Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Planet war mit den Gravitinobällen. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe das Problem, wir haben immer noch nicht dieses Kristallsulfid gefunden. Tja, ich würde sagen, wir gehen mal zur Basis zurück und dann zappen wir mal zu uns zurück, würde ich sagen. Und gucken wir unter Wasser, ob wir da was finden. Denn die Nautilon wird ja unter Wasser gebaut, beziehungsweise für unter Wasser gebaut, also müsste ja die Lösung auch dann unter Wasser sein. Oh, mein Saft ist alle. Da nicht und da. Nehmen wir die Abkürzung wieder über die Raumstation. Ich habe nochmal ein Inventar in meinem Inventar hinzugefügt. Beziehungsweise ein Slot im Inventar, so rum ist richtig. Damit ich wieder mehr Platz kriege. Ich bin eigentlich schon bald voll, ne? Also, da fehlt nicht mehr viel. Hier, guck mal, da fehlen nur noch die eine Reihe und hier noch zwei Stück, dann bin ich damit durch. Technologieslots würde ich gerne noch upgraden. Da sind noch vier Stück, die ich noch machen kann. Und hier würde ich gerne upgraden, ganz viel eigentlich. Damit ich nämlich mein Hauptinventar endlich mal leer kriege hier. Das Zeug hier, alles, was hier drin ist, das kann alles dann in Fracht, Frachtbehälter rein. Aber dazu muss ich die Abwurfkapseln, nicht die, wie heißen die Dinger? Die Notrufkapseln oder sowas hier finden. Aber ja. Ich habe irgendwie bisher keine mehr gefunden, was ein bisschen doof ist. Ich weiß auch nicht, wie viele es gibt im System, weil normalerweise gibt es da teilweise echt viele. Und die Kapseln kriegst du, meine ich, nur. Oder kannst du nur finden, entweder wenn du Glück hast. Oder. Da sind die erstmal alle runtergefallen. Oder halt durch Notrufkarten, meine ich. Bin mir nicht sicher, aber ich meine ja. So, wir gehen erstmal zurück zu unserer Basis. Und versuchen hier mal unser Glück im Wasser. Ich hoffe, dass das funktioniert, wenn wir direkt bei uns vor der Haustür ins Wasser gehen. Das ist jetzt ein bisschen doof. So, das war ganz schön laut. Mann, 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 hier. Ich hoffe, das geht für euch. Bin mir nicht sicher, ob ich das angepasst habe. Bei mir fliegen mir auf jeden Fall die Ohren wieder weg. So, gucken wir mal. Hier unten ist Wasser. Schauen wir mal. Gravitinobälle muss ich noch finden, aber da muss ich nochmal schauen dann. Ich will jetzt nicht stundenlang suchen. Weil die Episoden sind so auch schon... Naja, ich finde zwar noch hier und da informativ, aber leider nicht so gut. Aber ich hoffe mal, für Second Monitor Content ist noch gut genug. So, wo muss ich denn jetzt hier suchen? Was ist das denn hier? Was ist das? Paraffinum reines Ferrit. Ich wollte gerade sagen, mein Unterwasserdingen ist angegangen oder was? Jo. Tja, ich habe keine Ahnung hier, wo ich suchen muss. Da sind ganz viele rote Sachen. Ich meine, da stand Kristallsulfid. Hier.
Das Ding. Okay. Wie mache ich das jetzt? Kann ich das mit dem Minenlaser bearbeiten? Ne, Moment, die Dinger kannst du einsammeln. Da an der Seite leuchtet es, glaube ich, oder? Das Ding sieht ein bisschen unheimlich aus. Oh ja, Kristallsulfid. Oh Gott, es wird hell, es wird hell. Ist das ein gut? Wow. Alter! Au, das hat wehgetan. Okay, das ist nicht so gut. Ich nehme den mit und dann verziehe ich mich hier ganz schnell. Da ist das Ding einfach explodiert in meinem Gesicht. Das war nicht so geil. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding so dermaßen explodiert. Holy shit. So war denn unsere Base. Da drüben, ne? Ja. Da habe ich mich aber gerade verjagt. Alter Schwede. Okay, also die Lösung war im Wasser. Weißt du Bescheid? Kristallsulfid. Was ist das hier? Empfindungsfähige Pflanze. Eine Eiweißperle. Oh Gott. Ja, habe ich die mitgenommen und dann kriege ich die gleich. Au! Nein, ich will nachladen. Wo ist denn der Reparaturdrohne da? Reparaturdrohne, weg, weg, weg. Oh cool, hier ist noch mehr. Dann ärgere ich dich noch ein bisschen. Nee, eh so viel kommen. Kann ich die hier mitnehmen, ne? Oh Gott. Das sind aber viele jetzt hier. Oh Gott. Ich muss laufen. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Schild. Kann ich mein Schild eigentlich aufladen irgendwie? Ich bin mir nicht sicher. Der Hund ist schneller als gedacht, glaube ich. Warte mal. Wächter suchen jetzt, okay. Kann ich mein Schild aufladen, bitte? Nee, kann ich gar nicht, weil hier gar kein Schildding ist. Oh. Da ist noch ein Reparaturding. Komm her hier. Oh, direkt vor meiner Nase. Nachladen. Das ist nicht gut. Ich habe kein Schild mehr. Kann ich das Schild irgendwie aufladen? Warum kann ich mein Schild nicht aufladen? Muss ich echt ein Schiff steigen? Ich glaube ja. Okay. Dann kommt mal her hier. Wollte ich nur gerade ein bisschen was nehmen. Also das ist dann doch schon ein bisschen fieser hier. Ja, kommt her. Muss ich erstmal wieder alles platt machen. Boah, da sind aber ganz schön viele schon hier. Krass. Aber ich habe ja Schilde genug in meinem Raumschiff. In meinem Raumschiff habe ich ja genug davon. Das ist auch stark genug, um das mit denen aufzunehmen. Du bist...
müssen noch ein bisschen was wert sein dann hier. Oh, komm mal her hier. Nächste Stufe. Ah, kommt mal her hier. Ich werde mein Schild gerade mal aufladen in der Zwischenzeit. Ah, kommt mal her hier. Oh. Acht Jäger oder was? Das wird aber mehr, glaube ich, jetzt hier, oder? Ich muss sie so schnell wirklich dezimieren. Je weniger, desto besser. Nächster. Bin gerade ein bisschen ruhiger. Versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Na komm her hier. Na, noch nicht kaputt. Mein Schild mal gerade reparieren. So. Ich habe irgendwo die anderen Schilde hingepackt. Ich weiß noch nicht genau wo. Na, komm mal her, Kollege. Okay, jetzt haben wir Stufe 5. Bin mal gespannt, ob es ganz dicke Jäger ankommen oder nicht. Ich kann in der Zwischenzeit gerade nochmal schnell. Wo ist es? Da. Wie viel haben wir hier? 4. Okay. Nächster. So. Okay. Da sind wir ganz schön weit von zu Hause weg jetzt hier. Jetzt muss ich hier meine Basis gerade mal ein bisschen aufräumen. Den Hund weiß ich nicht genau, wie ich den kaputt kriege. Ob ich den mit der Streublaster-Munition kaputt kriege oder mit dem Glutspeer. Müsste ich mal gucken, was da effizient wäre. Weil gegen den habe ich noch keine gute Effizienz gefunden. Weil wenn der mich anspringt, das ist schon ein bisschen böse. Das Schild kann ich auch nicht aufladen, weil ich hier diese modifizierten Schilder habe. Was ein bisschen schwierig ist. Wo sind denn die Hunde? Der muss doch hier noch irgendwo sein, oder ist der weg? Ich habe den noch nicht kaputt gemacht, den Hund. Der müsste noch ein Hund sein. Wo bist du, mein Freund? Hm? Die Wächter sind ja noch da. Das heißt, wir haben noch nicht alles kaputt gemacht. Ich sehe den Hund nicht. Ich höre den Hund. Ich höre den Hund, aber ich sehe ihn nicht. Da ist der Hund, da unten. Der steckt unten im Haus fest. Kann ich das Ding abschießen? Ich hoffe es mal. Der steht unten im Stützbalken. Ich weiß nicht genau, wie er es da reingeschafft hat, aber... Jop. Da ist immer noch was. Wir landen mal. Bin ich ein bisschen... bisschen aggressionsfreudiger. Gegen die... gegen die Wächter. 60 Wächter zerstört. Das war schon ein bisschen... nicht ohne, muss ich zugeben. Ey, wo kommst du denn schon wieder her? Ich dachte, ich habe dich kaputt gemacht. Ich habe das Gefühl, die wird immer neu geladen hier wieder. Den hier noch ein paar Sachen nicht einsammeln kann. So, das war jetzt aber wieder ein bisschen... Wenn ich die jetzt wieder einsammle... Oh, die sind wieder voll. Die sind wieder voll. Aber ich will das jetzt nicht gerade nochmal machen. Wie viel habe ich denn gekriegt? 3 Arbeitsperlen.
Ja, ein bisschen was wert sind die, aber nicht viel. Kristallsulfid habe ich. Okay, dann können wir jetzt Dingens bauen. Ich habe noch ein Kristallsulfid, glaube ich, im Dingens. Also, empfindungsfähige Pflanzen sollte man nicht so ohne weiteres berühren oder interagieren. Im schlimmsten Fall kommen dann die Wächter vorbei. Wobei hier ist doch eigentlich gar keine hohe Wächter-Dingens. Wächteraktivität. So, jetzt gucken wir mal, wollen wir das Zeug denn? Ich habe irgendwo noch eins. Aber jetzt nicht, mir fehlt einer. Dann kriege ich aber die Krise. Ich habe den noch irgendwo hingepackt. Mist, mir fehlt ein Kristallsulfid jetzt oder was? Ich habe den doch hier irgendwo reingepackt. Kein Kristallsulfid. Habe ich hier nur drei Container hingestellt? Tatsache. Wo zum Geier ist das Kristallsulfid jetzt hier? Im Frachter? Im Frachter. Nork. Natürlich, wo auch sonst? Ja, dann auf zum Frachter. Wobei, warte, wir können hier wieder hinporten. Dann muss ich wieder runterfliegen. Ich verstehe auch nicht, warum man hier nicht irgendwie runterdingsen kann. Wie heißt es? Hier runterkommen kann. Ich könnte mich mal gerade ein bisschen reparieren hier. Warte mal. Wo ich die Dinger eigentlich draußen? So, jetzt bin ich wieder fit. Okay. Zum Frachter. Yep. Na, okay, da ist es. Vierfach Servo. Kann ich den hier im Frachter irgendwo da verstauen? Dann gib mir den Kristallsulfid. Okay. Eiweißperlen weiß ich jetzt nicht genau. Ich nehme das einfach erstmal mit. Jetzt muss ich aber wieder runtergehen. Das Blöde ist nur, ich komme leider nicht zur Basis. Ich muss da wieder runterfliegen wahrscheinlich. Ne? Wo ist denn mein Schiff? Da. Okay. Was ist schon wieder ein Hickhack hier gerade? Großes Schiff in der Nähe. Ich kann nur. Jetzt kann ich nicht. Ist egal. Ich bin einfach zu dicht hier dran. Ich würde gerne mit Impulsantrieb hin, aber. So. Okay, landen. Was brauche ich jetzt, um die Nautilon zu bauen? Y. Muss ich hier gucken? Ne, hier war ein Dingens. Hier muss ich gucken, ne? Oder? Ne, auch nicht. Jetzt kann ich ja so viele Dinger mehr bauen hier. Hier. Ne, Meeresunterschlupf. Wo ist denn die Nautilon? Da. Metallplatten 5 Stück. Können wir machen. Salz habe ich auch geholt zum Glück. Okay. Metallplatten brauchen wir 5 Stück. Okay. Dann können wir die jetzt hier bauen. Müssen wir Wasser bauen, das Ding, ne? Glaube ich. Gucken wir mal. Dann bauen wir jetzt die Nautilon. Dann habe ich das auch geschafft. Ist zwar nicht so tief hier, aber ich denke mal, hoffe mal, dass das okay ist. Das Ding muss im Wasser gebaut werden. Muss das im tiefen Wasser gebaut werden, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, wo war das jetzt gerade? Hier? Hier. Es muss im tiefen Wasser gebaut werden, oder was? Oh, ich habe hier kein Basisdingen, oder was? Ja, warte mal, der sagt mir kein Salz. Ich habe doch Salz. Ah, ich habe Salz im Lager, ne? Dann muss ich wieder zurück. Oder komme ich da so dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Komme ich an, ne, ich muss da hin. Ich komme nicht an die Safe so ran.
frage mich, ob es da einen Fernzugriff gibt für sowas. Müsste ich mal nachgucken. Das wäre vielleicht noch interessant. Dann habe ich das Salz eingelagert. Gucken wir mal. Ich finde aber interessant, dass der Hund sich hier drin verfangen hatte und dann nicht mehr rauskam. So, wollen wir denn... Pygnium können wir da reinschmeißen. Wo habe ich denn das Salz hingeschmissen? Jetzt hier nicht. Instabiles Gel. Hier auch nicht. Nee. Kann ich irgendwas reinschmeißen? Nee, auch nicht. Okay, und hier, alle guten Dinge sind drei. Das kann dann noch rein. Und wollen wir das Zeug denn jetzt? Bin ich doof? Hä, wieso sagte ich, ich kann das nicht bauen? Ich hab doch... Was ist im Raumschiff? Hab ich das ins Raumschiff gepackt? Das kann ja... Ja, ich hab's ins Raumschiff gepackt, okay. Nicht da drin, sondern da drin, okay. Na gut. Ich muss mal gerade wieder meine Dingens aufladen. So, okay, jetzt aber. Ich hoffe, ich kann die so im flachen Wasser bauen. Das... Au. Im flachen Wasser bauen. Au, da war noch einer. Ey, nehme ich jetzt alle drei mit hier, oder was? Das Schild geht schon runter. So, jetzt aber. Ich will jetzt hier die Nautilon bauen. Das kann doch nicht so schwer sein. Kann ich das hier nicht bauen? Ist das nicht tief genug? Hier kann ich's, könnte ich es bauen. Wow, da muss ich es da unten hinbauen. Okay, der braucht auf jeden Fall Tiefe. Wassertiefe, okay. Können wir mal gerade gucken. Wir haben ja auch nicht so viel Wassertiefe hier, ne? Ich habe hier ehrlich gesagt gar keine Wassertiefe. Hier, das sieht schon tiefer aus. Kann ich hier bauen? Ich hoffe, das ist noch eine Nähe von der... Was? Achso, das ist eine Muschel, okay. Kann ich das hier hinbauen, bitte? Kann ich. Hier. Nice. Okay, das finde ich natürlich ziemlich cool gemacht, ne? Die Nautilon. Okay, das sieht ziemlich abgedreht aus. Dreht sich mein Charakter eigentlich immer so komisch hier. Was? Wieso? Hast du hier keine Energie? Hydrothermale Brennstoffzelle braucht die. Okay. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Zytophosphate und Mineralsalze. Kohlenstoff und Zytophosphate. Okay, muss ich erst mal bauen. Das heißt, wir können noch nicht los. Aber die hat echt viel Platz hier. Guck mal hier. Das ist interessant. Oh, ich kann zum Wissenschaftler zurück. Okay. Das ist ziemlich nice, muss ich zugeben. Tja, gucken wir mal. Kann ich noch nicht, muss ich erstmal da lassen. Whoop. Okay, jetzt haben wir sie gebaut, aber ja, wir können sie noch nicht testen. Ich habe die, ich weiß gar nicht, ob ich den Treibstoff, ja, das schon gelernt habe, müsste ich nochmal nachgucken. Können wir das zufälligerweise bauen? Ich glaube nämlich, doch, hier. Zytophosphate muss ich finden, aber ich weiß noch nicht genau, wo ich die finden kann. Wir haben Salz, haben wir Zytophosphate, brauchen wir Kohlenstoff. Wo finde ich Zytophosphate? Oder wo kriege ich das Zeug her? Kann ich irgendwas hier vielleicht machen oder so? Wie sieht Zytophosphate denn aus?
Das hat zwei Elektronen oder sowas um den Kern. Ich bin mir nicht sicher. Können wir das aus Chlor herstellen vielleicht? Wo habe ich den Chlor? Hier. Nee, da kommt Salz raus. Okay. Aus Emerald? Nee, kann ich chromatisches Metall herstellen. Das bringt mich nicht weiter. Indium? Nee, da kommt überall chromatisches Metall raus. Okay. Die Wasserstoff. Das hatten wir schon. Pyrit, kommt Eisen raus. Okay. Dioxid, kann ich auch Eisen rausmachen? Macht Sinn. Was kann ich aus Tritium machen? Die Wasserstoff, okay. Gut zu wissen. Phosphor, auch Eisen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aus Ammoniak kann ich Eisen machen, aus Kobalt kann ich Dingens machen. Tja, ich habe keine Ahnung. Da muss ich nochmal schauen oder rausfinden, wie das geht. Die Nautilus haben wir, aber ich kann die Antriebszelle nicht bauen. Und ohne Strom geht hier gar nichts. Ich frage mich ja, ob man dann Sachen unter Wasser damit gefahrlos einsammeln kann, weil das sah ziemlich stark gepanzert aus. Tja, dann gehen wir jetzt zum Wissenschaftler zurück, ne? Wir haben ja gewartet. Da muss ich erst die Quest wieder annehmen, warte mal. Ausbau der Base, Schallplatte besorgen. Ne, wir müssen erstmal zum Wissenschaftler zurück. Hier, wissenschaftliche Forschung. Zum Wissenschaftler zurückkehren. Ich hoffe, er hat sich jetzt beruhigt. Er sieht immer noch geknickt aus. Unbekannte Lebensform. Ich habe meine Prüfung bestanden. Ehoi, ich darf jetzt erforschen und meine Leidenschaft für strukturelle Analysen nachgehen. Hast du die Daten, mit denen ich arbeiten kann? Am Observatorium, welche zur Verfügung stellen? Überlege doch nur, was du damit alles erreichen kannst. Der Kopf scheint sich nicht an unsere vorherige Begegnung zu erinnern. Ich weiß nicht, ob er sich mit der Konvergenz wieder verbunden fühlt oder einfach nicht mehr weiß, wie er sich fühlen soll. Ich soll für ihn ein Observatorium aussuchen. Vielleicht wird die Strukturanalyse, die er angeblich so mag, eine Erinnerung auslösen. Ich freue mich auf die Ergebnisse, Reisender. Okay. Okay, das ist... das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt sind wir hier wieder auf Anfang, oder was? Okay, wir gehen mal hin. Gucken wir mal nach. Dann haben wir auf jeden Fall die, wie soll man sagen, die Leute hier bald abgearbeitet, wa? In unserer Basis. Wie weit ist denn das entfernt? Das Observatorium ist, glaube ich, auf einer anderen Seite, oder was? Hoffe ich mal. Ah, ist ein Stückchen entfernt. Kriegen wir mal hin. Es flackert schon wieder, man sieht es hier, ne? Da, ich weiß nicht genau, was das ist. Aber manchmal macht er das, manchmal nicht. Moment, sind wir dran vorbei? Hier. Das sieht nach dem Observatorium aus. Würde ich jetzt mal pauschal so behaupten. Sind wir hier angekommen? 50. Ja, das sieht aus, als wenn wir hier richtig sind. Können wir noch einen Nanit mitnehmen? Ja, bitte. Oh, hier. Guthaben transferieren. Nehmen wir alles mit. Erste Hilfe nehme ich auch noch mit. Für den Fall der Fälle. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Ach, siehst du, ich wollte noch eine Erinnerung basteln. Mal für den Server. Könnten wir auch noch machen hier. Hallo. Die elektronische Lebensform ergreift meinen Arm. Ich versuche dem eisernen Griff zu entkommen, während sie sich weiter in mein Fleisch hineinbohrt. Plötzlich spüre ich tief in mein Handgelenk, wie eine Nadel eine Probe entnimmt. Die Lebensform zwitschert glücklich, als ich mich zu befreien versuche. Niam, eine biologische Lebensform. Corvex Echos, Amcha Ojewski. Corvex werden Ayanklun, Portion Nuk Ludatarianya Lebensform. Nachgeben oder stärker ankämpfen? Ja, wir haben es bisher immer nachgegeben, ne? Komm, probieren wir mal. Ich hoffe, du bist jetzt hier fertig und lass mich in Ruhe. Stärker
dagegen ankämpfen. Nach vollständiger Untersuchung scheint ein 3D-Querschnitt meines Körpers und meines Werkzeugs vor uns. Bereiche meines Körpers und meine Ausrüstung sind mit seltsamen Aufklebern markiert, die zukünftige Verlustwahrscheinlichkeiten anzeigen. Multi-Werkzeugverbesserung, Exo-Anzug-Verbesserung erbitten. Lebensform schießt ein Lichtstrahl durch meinen Exo-Anzug. Nach Abschluss der Analyse erhalte ich ein Upgrade, um künftige Schäden zu vermeiden. Strahlungsschuss A. Oh. Nichts Besseres? Ich hätte gerne S. Ich bin doch nur noch das Beste gewöhnt hier. Datenspion installiert. Zugriff. Das Observatorium scheint für einen einzigen Zweck kalibriert worden zu sein. Es soll die Schnittstellen eines Wesens lokalisieren, das die Corvex Atlas nennen. Oh. Nach vielen Jahren konnten die Bewohner dieser Anlage ihre Aufgabe erfolgreich abschließen, woraufhin sie spurlos verschwanden. Daten herunterladen. Haben wir gemacht. Dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Oh, diesmal haben wir ein Arboretum hier, ne? Okay. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Noch ein Arboretum. Krass, jetzt haben wir hier nur noch ein Arboretum. Ansonsten haben wir immer hier diese Serverräume. Jetzt, wo man einen Serverraum haben will, ne? Ist keiner da. Gibt es hier noch einen Naniten? Nein. Okay. Na gut, dann gehen wir wieder. Kurz speichern. Und dann, ja, da bin ich auch schon wieder durch, glaube ich, für heute. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Aber nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Wobei, ja gut, die Nautilus haben wir gebaut. Das haben wir schon abgehakt. Was ist das hier? Was? Navigationsfunkmarkierung? Was ist das? Was? Habe ich die gesetzt hier aus Versehen? Wahrscheinlich schon. Kann ich die wieder entfernen? Wie habe ich den gesetzt hier? Nein, ich möchte gerne... Zielscan-Modus. Kann ich das Ding hier abziehen? Nee, kann ich nicht. Was hat er denn hier gemacht für einen Blödsinn? Oh, hier gibt es was in der Nähe. Gaswolken. Ach krass, hier kann ich das auch suchen. Dann wäre das ja vielleicht doch eine Alternative. Ist egal, ich lasse das Ding da hier sitzen. Ich habe da aus Versehen irgendwie, glaube ich, mit E gedrückt oder so. Ich bin mir nicht sicher. Soll mir jetzt aber egal sein. Ich will jetzt hier nicht stundenlang rumgucken. Denn wir sind schon ziemlich weit. Ich muss... Where? Ich habe ein paar Sachen geschafft. Ich will gucken, dass ich halt die Secondary Quests hier mal abschließe. Dass wir langsam mal zum Mittelpunkt der Galaxie kommen. Aber mich interessieren halt auch die Nebenquests hier halt. Und ich hoffe euch auch. Deswegen, ja, gucke ich hier mal rein. Und hoffe, dass ich die auch mal irgendwie abgeschlossen kriege. So, landen. Oh, da konnte ich kurz durchgucken. Was war denn das für ein Bug gerade? Das war ja merkwürdig. So, guck mal, das Frostwurzel ist schon gewachsen am schnellsten hier, komischerweise. So, jetzt aber. Reisender, während du fort warst, hat Corvex Anomalien entdeckt. Ich fühle mich einsam. Vielleicht haben die Daten die Antwort. Diese Daten enthalten keine Antwort, Reisender. Nur diese Baupläne für lebendes Glas und ein Signal. Okay. Die Konvergenz fehlt, Reisender. Ich fühle, wie ich weiter abdrifte. Vielleicht ist dieses Signal ja irgendwie nützlich. Baue eines, damit mich die Konvergenz wiederfinden kann. Corvex ist dankbar, Reisender. Ich werde an einer eigenen Lösung arbeiten, während du das Signal untersuchst. Ich werde aber gerade noch ganz schnell, das werde ich jetzt noch machen, dann haben wir hier wirklich alles reingebappt in die Episode, den Schaltplan mitnehmen und mal versuchen gerade, ob ich den abgeben kann, damit wir hier endlich mal das loswerden. Oh Mann, mein Charakter kriegt auch gerade die Krise. Habe ich den denn hingebappt jetzt hier in den ersten? Ja. Schaltplan mitnehmen. Und dann gucken wir mal. So.
müssen wir gerade. Nee, warte, Escape. Zurück. Aufbau der Basis. Schaltplan. Hier. Schaltplan besorgen. Kann ich abgeben. Ist das Signal fertig, Reisender? Nein, das Signal ist nicht fertig. Warten. Ihr hohe Reisender, das Zeitfenster für die Wiederverbindung könnte nur sehr klein sein. Ich kann es nicht fertig machen. Ach, kehre zum Aufseher. Jetzt muss ich zum Aufseher. Hä? Ich hoffe doch, dass unser Wissenschaftler deine Wünsche erfüllt hat, mein Freund. Er hat die Schallplatten, die wir brauchen. Als ich mich dem Aufseher näherte, dachte ich, Selbstgespräche in einer Sprache gehört zu haben, die ich kenne, aber nicht verstehe. Doch Sekunden später gibt es keine Spur mehr von der Gehässigkeit, die ich zu hören geglaubt hatte. Ich habe mich wohl geirrt. Schufter Gag Alka bittet mich um die Schaltplatten. Hier. Der Aufseher ist seltsam, aber nicht mehr oder weniger als die anderen mir bekannten Wesen. Er war sogar hilfreicher als viele andere. Ich überreiche die Schaltplatten und erhalte eine Belohnung. Galaktisches Terminal. Hier, oh, das haben wir noch nicht. Haben wir das gelernt? Haben wir das nicht gelernt? Haben wir gelernt, wahrscheinlich. Aber mein Freund, du wirst bestimmt mit Schufter Gag Alka zufrieden sein. Ich habe Pläne für etwas Raumschifftechnologie entworfen, aber ich kann meinen Entwurf noch nicht mit deinem Raumschiff verbinden. Ich brauche einen Gravitino-Ball für ein perfektes Gerät. Och, nö. Der Aufseher hat vorausgesagt, dass ich zufrieden sein würde und er behielt recht. Er ist ständig bemüht, mein Zuhause zu verbessern. Ein Gravitino-Ball wird für die Fertigstellung der Raumschifftechnologie benötigt. Der Farmer könnte mir dabei helfen. Akzeptieren. Du wirst es nicht bereuen, mein Freund. Es ist schön, dass wir so gut zusammenarbeiten. Okay, das haben wir tatsächlich hingekriegt. Ich weiß nicht, warum wir das plötzlich zu Schufter Gag gehen mussten. Das war irgendwie merkwürdig. Gravitino-Ball brauchen wir. Brauchen wir auch für den Farmer. Also passt das ja doch ganz gut. Da haben wir ja doch noch ein bisschen was geschafft. Na gut. Ich speichere mal hier aus unserem Schiff hier mit Schnellspeichern. Und dann haben wir da ein bisschen was geschafft. Ich weiß nicht, haben wir jetzt hier... Warte mal. Das ist nach hinten gerutscht. Da müssen wir gucken, zur Wissenschaftler zurückkehren. Ja, wir müssen erst noch das machen. Das machen wir dann Anfang nächster Episode. Gravitino-Bälle muss ich mal gucken, dass ich die noch finde. Vielleicht finde ich die zwischendurch noch. Ich kann noch mal gucken, oder ich speichere mir wieder den Platz, wo ich die finden kann. Wenn ich nochmal Material besorge oder so, dann kommen wir da weiter. Das können wir dann auch demnächst wieder machen. Träume der Tiefe. Neutronen haben wir gebaut. Das abgeschlossene Schiff und die Baupläne. Ja, haben wir gebaut. Wahrscheinlich muss ich erst nochmal den Treibstoff bauen. Dann muss ich das auch nochmal machen in der nächsten Episode. Danach haben wir wieder ein bisschen was zu tun. Dann könnte die nächste Episode nochmal so eine... Ich hätte schon mal gesagt, so eine Stückelung sein aus den ganzen Sekundärmissionen hier. Die Anleitung, ja gut. Weiß ich nicht, ob wir das noch machen sollten. Wobei, ein paar Sachen muss ich noch finden. Vielleicht kann ich das zwischendurch mal machen. Mal gucken. Ich will eigentlich das jetzt hier abarbeiten, rucki zucki, dass wir endlich mal zu hier hinkommen. Simulation zurücksetzen. Das war nämlich das, was wir machen wollten. Und ja, da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber wir sind erst noch hier beim Forscher. Das geht dann in der nächsten Episode weiter. Dann mal schließen wir das ab, hoffentlich. Und ja, da müssen wir gucken. Also ich fürchte bei dem Farmer, wenn das noch so weitergeht, wenn wir wirklich erst alles durchfarmen müssen, dann uff. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen schneller geht. Aber mal gucken. Wir haben mal wieder ein paar Sachen rausgefunden. Mich würde interessieren, wie das mit der Nautilon aussieht. Da muss ich mal schauen, dass ich die Treibstoffe über den Start kriege. Dann können wir da nochmal reingucken. Vielleicht kriegen wir das ja in der nächsten Episode soweit fertig. Und dann muss man schauen, ob wir was anderes zwischendurch machen. Oder ob wir uns schon mal langsam auf dem Weg zum Mittelpunkt des Universums machen. Denn, ja, das zieht sich jetzt auch doch schon ein bisschen. Aber andererseits würde ich das gerne erst vorher fertig haben. Ich weiß noch nicht genau. Ich muss mal schauen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Zwischen den Episoden jetzt hier hoffentlich noch... nochmal drüber nachzudenken und ein paar Sachen zu besorgen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, beziehungsweise was ich mir überlegt habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir auf jeden Fall. Mich würde es freuen, wenn ihr noch weiter dabei bleiben würdet und schauen, wo die Reise hingeht, denn ich bin gespannt, wenn wir im Mittelpunkt angekommen sind, was uns da erwartet. Allerdings, ja, wie man merkt, ich mache halt immer so einen Schlenker nach links und nach rechts zwischen den Planetensystemen, da kann die Zeit dann ein bisschen länger dauern, aber schauen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.